Hallo und willkommen zurück bei The Whispered World. Wieder zusammen mit dem netten Gorobai von Kaffeebecher LP. Diesmal sage ich's lieber, damit du deinen Einsatz nicht wieder verpasst. Ja, das habe ich vorhin völlig verpasst, zu sagen, dass ich von Kaffeebecher LP bin. Ja, das habe ich ja gesagt. Hast du? Ja. Ich lasse doch keine Gelegenheit zur Schleichwerbung aus. Okay, ist ja schon eine Woche her, deswegen weiß ich das ja nicht. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier einbrechen können mit der Leiter. Was ist jetzt schon eine Woche her? Genau. Ha, es geht. Guck mal, jetzt können wir hier rein. Ah, sehr gefuchst. Ja, du bist ja eine Einbrecherin. Kann man das so sagen? Jetzt bin ich ja doch... Ach so, ich schleiche mich hier durch, dann, während er schläft quasi. Schläft er? Ja, er schläft am Schreibtisch, ja. Spot rollt hinter mir her. Oh oh. Oh oh. Hm? Was? Oh. Oh. Na sag mal, was ist denn hier los? Was schleichst du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Ach scheiße, okay. Was ist denn das jetzt? Ja, Mist. Was machen wir denn jetzt mit dem Hundviech? Also du hast schon mal die Axt. Ich würde jetzt erstmal runtergehen zum Seil und versuchen, das mit der Axt ja, abzumachen. Ja gut, machen wir das mal. Gehst du jetzt auch durch das Fenster wieder raus? Nee, durch die Tür. Das wäre ja ein Geniestreich, wenn er das wieder machen würde. Ja, deswegen würde ich das zutrauen. Okay, Seil, genau. So. Geh runter. Das ist etwas nervig hier, dass man immer so lang laufen muss. Ja. Lauf faul. Guck mal, so faul, dass ich sogar im Spiel lauf faul bin. Ja, ich... Unglaublich. Es ist halt so, wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt. Ja. Du kennst es ja selbst. Ich kenn's ja auch. Ja, und wenn man einfach die Jalousien runter hat, kein Tageslicht reinlässt und keine frische Luft. So, jetzt schauen wir mal. Nein. Die Axt ist dafür viel zu wuchtig. Oh, komm schon. Bring ich noch die ganze Brücke zum Einsturz. Scheiße. Okay. Ja, jetzt bin ich natürlich überfragt, ne? Ja, dazu bist du doch da, um mir zu helfen. Meine Güte, du bist gefeuert. Hier, aber mit der Axt können wir den Pfahl hier vielleicht den Mast abhacken. Oh ja. Siehst du mal, ich brauch dich gar nicht. Vielleicht geht das ja, ich weiß nicht. Jetzt mach halt. Na dann mal los. Ach, Spot musste erst noch nachrollen. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Von einem Schlag. Okay, das heißt, ich habe jetzt einen Mast. Was mache ich mit dem Mast? Aber wahrscheinlich muss ich sowas wie ein Floß bauen, oder? Um hier wegzukommen? Nee, ach, keine Ahnung. Mit einem Mast. Und du segelst rüber auf der Schaufel wahrscheinlich auch, ne? Ja, finde ich gut. Was war nochmal mit der Statue? Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Ohren im Wasser. Hm. Ich weiß nicht, was wir mit dem Schraubstock machen können. Mit dem Mast. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir den ja in den Schraubstock reintun, aber ja. Irgendwie. Mich wundert, dass er den Mast abhacken kann, aber nicht das Seil. Ja, das ist doch viel zu grob dafür. Das weiß doch jeder. Dann soll... Kann Spot das abbrennen? Ach, warte. Das wäre ja auch bescheuert, oder? Ich meine, okay, gut, ich kann es probieren, aber... Flammender Spot. Ich wähle dich, Glumanda. Komm her. So. Seil. Oh, guck, wie er lacht, wenn ich da drüber gehe. Seil! Aber ich glaube nicht, dass es geht. Ich lasse Spot lieber nicht versuchen, das Seil durchzukokeln. Am Ende fackelt er noch die ganze Brücke ab. Und dann sitzen wir hier auf alle Ewigkeit fest. Siehste. Hab's doch gesagt. Ja, okay. Ich hab's dir gesagt. Au! Jetzt hab ich mein Knie gestoßen. Oh. Au. Aua, aua, aua. Brech das Let's Play ab. Ruf den Krankenwagen. Okay. Ja, du musst mir nur noch deine Adresse vor versammelter Mannschaft sagen, dann und deine Sozialversicherungsnummer und deine Kontodaten. Ja. Dann ruf ich dir einen Krankenwagen. Jeder mag auch was anderes als die Sozialversicherungsnummer.
So. Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Mhm. Also das Rad funktioniert halt einfach nicht. Hier lag auch nichts mehr rum, oder? Frag doch die gute alte Hotspot-Taste. Okay. Ich schmeiß mal so einen Raum. Anzeige, Anzeige, Anzeige. Rad. Feuerstein. Aha. Ja, den hätte ich natürlich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Das sieht doch aus wie jeder andere Stein auch. Ja. Okay, Feuerstein. Ein Feuerstein. Geh nochmal in dein Inventar. Huch. Böde. Vielleicht kannst du dir mit dem Mast und dem Feuerstein einen Speer bauen. Mit dem Stein könnte ich meine Initialen ins Holz schnitzen, wenn ich wollte. Ach, Spot, du bist doch blöd. Zeit weg. Nicht Spot. Spot. Der arme Spot. Der arme Spot, der kann doch nichts dafür. Nein, eben. Okay. Soll ich mit mal... Mit dem Feuerstein. Aber warte mal, hier auf dem Balkon vielleicht. Und vielleicht kann man da irgendwas anstellen mit dem Feuerstein. Ich mach mal hier noch Hotspot. Ein Zahn. Den hab ich auch nicht gesehen. Was macht... Ein Haken. Schade. Ich dachte schon, ich hätte die Lösung all meiner Probleme. Ah, mit dem Haken? Aber die Einsatzmöglichkeiten für einen Holzstab sind offenbar doch stark begrenzt. Blöd. Blödes Spiel. Mit dem Haken können wir bestimmt das Seil entknoten, oder? Ja, du kannst ja mal versuchen. Ja, so. Was dann kannst du dir eine Angel bauen. So. Was will ich mit einer Angel? Keine Ahnung. Haben, besitzen, macht das üben. Ach, das ist die Tür. Na gut, aber die Tür geht wahrscheinlich eh nur auf, wenn wir hier... Ich meine, was will dieser Ruhm mit 1000 Perlen? Mal sehen. 1000. Keine mehr. Keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Und keine weniger. Okay, klar, die Tür, die müssen wir halt aufkriegen. Aber jetzt haben wir den Haken, jetzt können wir versuchen, das Seil zu entknoten. Und wenn wir das Seil entknotet haben, dann kannst du damit die Dings läuten, die Glocke. Ja, theoretisch. Aber irgendwie müssen wir das Haustier, Kirk oder wie der heißt, noch weglocken, oder? Machst du gleich Feuerspot hin und dann können die Gegner kämpfen und dann, Wie bei Pokémon dann halt, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe als Kind ja nie Pokémon gespielt oder gehabt oder irgendwie so. Nein! Nee, niemals. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich weiß das nur zufällig, weil in meiner neuen Folge vom Anonymous Talk ich dafür was recherchieren musste. Darum weiß ich auch, dass es 649 Pokémon gibt. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren, wenn ich das Seil doch nur irgendwie abbekäme. Ja, aber ich dachte... Mach das mal mit dem Feuerstein. Okay, jetzt, wo wir den haben. Nein, damit bekomme ich das Seil hier garantiert nicht ab. Ja, vielleicht ist er scharf genug, um das Seil so abzu... Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Okay. Ich habe ein Seil. Sehr gut. Ich habe einen Haken und ich Feuerstein habe ein will Seil. Er das machen, da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Schade. Ich dachte schon, ich hätte aber die ein... Hey, ich dachte, ich kann daraus jetzt eine Angel bauen oder sowas. Ja gut, wenn wir jetzt irgendwie... Können wir vielleicht Spot an den Haken hängen? Und dann damit den Dings ab? Na, Spot, wie habe ich das gemacht? Toll, Cedric. Super. Du bist echt der Größte. Scheiße. Können wir nicht irgendwas da dranhängen, um den... abzulenken, vielleicht? Hier ist dann Spot ja auch nichts mehr. Das war schon eine Idee. Ja, ich wollte Spot dran. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich. Tja, jetzt bin ich ein bisschen... Jetzt bist du wieder überfragt. Bin ich ein bisschen überfragt, ja. Vielleicht sollten wir nochmal versuchen einzubrechen und dann Spot auf das Haustier zu setzen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Was kann man tun? Was kann man tun? Was kann man tun? Hier kam gerade ein ganz seltsames Geräusch, so ein Werwolf heulen, so. Okay. Ich geh mal lieber wieder weg. Das ist hier unheimlich. Ja, ich bin so schnell eingeschüchtert. Darum gucke ich ja auch nie Horrorfilme an. Ich gucke auch keine Horrorfilme. Ich habe mich jetzt geoutet. Oha. An alle Horrorfilmliebhaber. Wir gucken beide keine Horrorfilme. Nee, sorry. Es geht gar nicht. Nee. Also Horrorfilme, so gruselige, das kann ich noch verstehen, wenn man sich sowas anguckt. Aber sowas wie Saw, das finde ich absolut krank irgendwie. Also das sind ja nicht die Menschen, die das angucken, die krank sind. Ich finde ja auch die Leute, die das erfinden, müssen ja auch irgendwo... Nö, also das kann ich noch eher verstehen, weil ich meine, wo eine Nachfrage, da macht man halt ein Angebot. Ich denke da so ganz wirtschaftlich, ja, aber... aber die Leute, die sich das angucken, meine Fresse, ey. Also weißt du, ich kann auch kranke Sachen mir ausdenken und aufschreiben oder erstellen, aber... Ich weiß nicht. Naja. anderes Thema. Das ist... Okay. Ja, vielleicht was für deinen nächsten Talk dann. Ja, vielleicht. Doch, ich kann das nur nicht verstehen, wenn, ganz kurz jetzt hier noch nebenher, ich kann das nur nicht verstehen, wenn Leute halt sagen, was ich, wenn die sich aufregen, dass Leute mit YouTube Geld verdienen oder so, oder dass die irgendwie machen, was ihren Abonnenten gefällt. Das kann ich verstehen. Ich meine, wenn du das halt machst und damit Geld verdienst, wo ist das Problem? Ich verstehe nicht, was die Leute sich darüber aufregen. Das will doch jeder eigentlich mit dem, was er gerne macht, Geld verdienen. Ja, das stimmt. Aber die regen sich halt darüber auf, weil die nicht so klug in Anführungsstriche waren, damit Geld zu verdienen dann halt, oder weil sie es nicht können oder nicht wollen oder was weiß ich. Ja, wollen ja schon, was würden die sich ja nicht auf. Naja. Gut, also ich weiß, ich bin jetzt gerade etwas, ich kann höchstens noch mal gucken, ob jetzt neue Gesprächsoptionen verfügbar sind. Ach du, was kann... Ah, Moment. Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Was sind das für Vögel, könnte ich ihn mal fragen. Ja, was sind das für Vögel? Oh, ich mag die Yakis. Das sie waren singen Yaki? So schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Aha, also müssen wir die Kerzen vielleicht auslöschen, damit die Yakis kommen, oder? Ja, ich möchte gerne so einen Vogel haben. Der war total putzig. Der war echt putzig. So. Bis später. Aber denk dran. Wie du hättest ihn vielleicht auch fangen sollen. Ja gut, aber jetzt ist er weg. Jetzt kann ich ja nicht so. Spiel zu Ende. Chance verpasst. Ja, ganz genau. Speicherstand gelöscht. Ich wollte noch gucken, ob ich das Zahnrad hier reinspannen kann. Ja. Ah, es geht sogar. Und jetzt? Schraubstock? Nein, mach das da rein jetzt. Mann. So, okay, es ist drin. Aber ich brauche wahrscheinlich noch das zweite Teil. Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Hm.
Wir wollten doch unbedingt ein Seil haben, womit wir die Glocke läuten können, ja, ne? Jetzt haben wir das Seil. Warum haben wir dann noch nicht die Glocke läutet? Ach so, ich weiß gar nicht. Weil ich so von der Spot an das Seil hängen Idee fasziniert war. Okay, probieren wir das doch mal, ob das jetzt geht. So die Idee, die mir jetzt gekommen ist gerade. Ja, es hat mich wahrscheinlich abgelenkt, dass man das Seil mit dem Haken kombinieren konnte. Aber vielleicht brauchen wir den Haken ja auch für die Glocke. Ja, gerade keinen Sinn. So. Schauen wir doch mal. Er kommt bestimmt nicht dran. Muss noch auf Spot warten. So. Oh je, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Oh. Huh, das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Ich, das. Sehr gut, Cedric, sehr gut. So, jetzt läuten wir mal die Glocke, oder? Darf ich? Na klar. Nein, eigentlich ja nicht. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Ah! Jetzt geht er ins Büro, dann können wir den Schlüssel klauen. Ah! Lieber nicht. Solange Bando noch bei Ruben ist, kann ich ihm nicht die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Okay, gut. Schlau, Spot. Sehr schlau. Jetzt gehen wir, dann können wir bestimmt da rein. Haha, es geht voran. Siehst du, es geht gleich viel einfacher, wenn du dabei bist. Ja, ich weiß auch nicht, was das wieder soll. Ja, du inspirierst mich zum Klugsein. So, jetzt nehmen wir hier den Schlüssel. Ah, da liegt noch was auf einer Socke, die nehmen wir auch noch. Warum liegt da eine Socke? Po-Kissen. Ich werde ganz glücklich, wenn ich an die vielen tollen Sachen denke, die ich mit dieser überaus nützlichen Socke anstellen könnte. Okay. So wie das hier läuft, könnte der sicher nützlich werden. Manchmal erscheint mir das ganze Leben wie eine einzige verschlossene Tür. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu dem verschlossenen Raum da unten und gucken mal, ob wir damit was anfangen können. Go, go, go! Komm schon. Lauf! Lauf, Cedric, lauf! So, jetzt gucken wir mal. Schlüssel. Tür. Er passt. Ha! Uha! Oh, hier ist das Horn. Sehr cool. Okay. Nicht nötig. Moment, was steht denn auf dem Zettel drauf? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Okay. Kennst du dich mit Noten aus, Anne? Ich sollte mich mit Noten auskennen. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Moment. D, E, F, G, F, F. G, A, A, G, G, A, H, C. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber wir können ja mal gucken, was wir hier so mit anfangen können. Ah, ein Taktstock, den nehmen wir auch mal. Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Cedric. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Okay. Noch irgendwas? Also, ich meine, sonst hättest du angeben können, dass du weißt, welche das sind. Oder vielleicht steht eine Nachricht oder... Ja, also eigentlich, theoretisch kann ich schon Noten lesen, aber eher so wie ein Erstklässler, weißt du, so... Ich bevorzuge eigentlich Streichinstrumente. Nicht, dass ich darauf spielen könnte. Um ehrlich zu sein, verspiele ich mich selbst, wenn ich beim Zirkus den Pausengong schlagen muss. Nein, ich spiele kein Instrument. Das Horn scheint verstopft zu sein. Okay, vielleicht können wir ja mit dem Mast das Horn entstopfen. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Ja, aber du musst es doch entstopfen.
Artige Socke. Schade. Ich dachte schon, aber die... Ich verstehe ja nun wirklich nicht, aber dass man... Okay. Kann man mit dem Taktstock drin rumstochern? Das Horn benutzt man so weit... Aber wie können wir das dann referieren? Spot rein. Ja, guck mal, ob Spot reinpasst. So wie damals im Ofen. Ich bezweifle, dass Spot so genug Puste hat, um das Nebelhorn zu blasen. Ich bezweifle, dass... Ja, okay, dann halt nicht. Wie können wir das denn jetzt entstopfen? Hast du vom Inventar her irgendwie eine Idee? Nee, also ich bin völlig fertig, dass unser Seil jetzt weg ist. Dass das Seil weg ist? Ja, das hängt ja an der Glocke. Ja. Aber warum haben wir denn noch... Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Warum haben wir denn noch diesen Feuerstein dabei? Weiß Obwohl, man braucht ja nicht immer alle Sachen, ne? Nee, man braucht nicht alle, nee. Ich dachte jetzt, man muss vielleicht hier die Socke um den Mast binden, um damit das Horn sauber zu putzen oder sowas. Mit der Socke willst du sauber putzen? Mit der Po-Kissen-Socke? Ganz genau. Das Horn benutzt man in so weit rein... Ja, ich hab... Also keine Ahnung. Das ist verstopft, ne? Ich bevorzuge eigentlich nicht, dass ich um ehrlich... Kann man da... Das Horn benutzt man in so weit... Ja, meine Güte, ich weiß doch, dass man das Horn benutzt, indem man darauf bläst. Nee, keine Ahnung. Es hat ja jetzt Sinn gemacht, dass er da mit dem Taktstock da drin rumgestochert hätte, ne? Irgendwie schon, ja. Tja. Ich bin ratlos. Kannst die Noten natürlich auch an Bando wiedergeben, oder so, wenn er wieder da wäre, oder wenn er wieder da ist. Oder? Ja, gut, vielleicht. Weil du gehst oben in das Zimmer von, wie heißt er noch? Ruben. Ganz genau. Und dem Hund gibst du irgendwie den Stock oder den Mast oder... Ach so, zur Ablenkung? Ja, das ist gar keine schlechte Idee. So als Stöckchen werfen mäßig. Ja. Nee, da müssen wir hoch. Nein, nicht da rein, sondern einfach nur dahin. So. Und da rein klettern bitte. Er braucht schon die Tür. Mast? Haustier. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Aber vielleicht können wir jetzt hier Sachen nehmen. Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und meinen Rücken auch. Jetzt sind wir ja hier drin und der Hund schläft noch. Der hat ja erst angefangen zu bellen, als wir versucht haben, hochzugehen. Ja. Vielleicht können wir hier irgendwelche anderen Sachen noch einsammeln. Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so ein Tant. Sammlerstücke. Schnarchmurmel. Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will nicht, dass es in Rubens Sammlung übergeht. Boah, wie viele Sachen hier sind. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Ben. Ich glaube, Ruben wird und mein Rücken... Okay. Vielleicht können wir so ein Bild mitnehmen, aber dann fängt der Hund bestimmt wieder an zu bellen. Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Sammlerstücke. Kann ich mit dem vielleicht irgendwas machen? Ich könnte ihn mit der Schaufel eins die Rübe fragen. Ich glaube nicht, dass das geht. Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Okay. Also irgendwie musst du diesen Krokodilshund ablenken. Vielleicht kann ich dem Tier damit das Maul stopfen. Auch wenn ich arg bezweifle, dass ich da schnell genug einen Knoten reinbekomme. Ich muss lebensmüde sein. Okay. Warum hat er es jetzt nicht versucht? Ich fand die Idee richtig gut. Ich fand die auch gut. Auf keinen Fall. Ich kann mir schön, wenn ich mich recht...
Also wir müssen den Hund ablenken, damit wir nach oben können. Ja, irgendwie schon. Ablenken oder... weiß auch nicht. Zettel. Ablenken oder halt so leise sein, dass er es halt nicht merkt. Aber ich wette jetzt, wenn ich hier wieder versuche aufzugehen, dann bellt er wieder. Oder? Ja, wahrscheinlich. Aber sonst, also das Bild an der Wand, Bär. Vielleicht kannst du einen Bären mitnehmen. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich und meine Bär, Bilder. Globus. Vielleicht mit dem Schreibtisch irgendwie aufmachen oder so. Jetzt, wo er schläft. Das habe ich auch schon versucht. Das kommt genau das Gleiche immer. Ruben würde protestieren und meine Ja, dann kannst du hier wahrscheinlich nichts machen gerade. Schlaf, braves Tier. Ach, Spot habe ich jetzt noch nicht probiert. Spot? Haus. Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich immer blamieren. Okay. Ja gut, wenn ich jetzt eh hier gerade nichts mehr machen will, kann ich es ja nochmal probieren und dann gucken wir mal, was passiert. Der Hund wacht auf, nehme ich mal an. Wahrscheinlich. Oh oh. Das sieht so witzig aus. Wo? Na sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und du hast nur... Ach je, ich hab... Ja. Ja, das ist natürlich doof jetzt, ne? Ja, aber die Folge ist zum Glück eh zu Ende. Da können wir nochmal bis zum nächsten Mal drüber nachdenken, wie wir jetzt weitermachen mit unserem Inventar. Wenn ihr Ideen habt, wie immer, könnt ihr es mir auch sagen, gerne. Ich bin mal wieder etwas aufgeschmissen. Und wer weiß, ob Gorobei mir nochmal irgendwann Gesellschaft leistet zum Rätseln. Ich weiß nicht, jetzt wo ich im Stimmbruch war, weißt du, da... Man wird ja auch älter und reifer und erfahrener auch, ne? Und die Ansprüche steigen. Eben. Okay, nichtsdestotrotz. Nein. Ja, ich würde sagen, die Leute schalten einfach nächste Woche wieder ein, wenn das heißt, du bist bei World mit Anonymous. Richtig, aber du machst das so schön mit dem Verabschieden. Du hast die richtige Gabe dafür, muss ich sagen. Ja, das ist auch der Grund, warum ich das immer machen muss bei uns. Okay, ja, das aber ist echt gut. Vielleicht nehme ich das mal auf und spiele das dann immer so ab am Ende. Ja. Naja, okay. Aber wenn ihr Ideen habt, wie gesagt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Dann ihr müsst mich ja jetzt nicht die gesamte Lösung spoilern, aber vielleicht zumindest einen Tipp für den nächsten Schritt geben. Das wäre vielleicht ganz gut. Das wäre auf jeden Fall ein Anfang für dich. Ja. Okay, ansonsten bis bald. Macht's gut. Tschüss.